Heute ist der vierte Advent. Vor 8 Wochen habe ich meinen Vollkornstollen gebacken und ich hatte euch ja versprochen, beim Anschnitt und bei der Verkostung könnt ihr dabei sein. Also los geht's! Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr zuschaut. So hat mein Stollen hier in der Alufolie 8 Wochen jetzt gelegen und ist natürlich super durchgezogen. So, und Stollen, so einen großen Stollen, immer in der Mitte anschneiden, weil wenn man jetzt eine Scheibe runterschneidet, dann kann man den immer wieder so zusammenschieben und wieder einpacken und dann trocknet der auch nicht aus. So, und jetzt zeige ich euch mal den Anschnitt. So, und da kann man richtig schön erkennen, was alles drin ist. Nüsse, Orangat, Zitronat und man sieht auch die Krume, wie schön bröselig die ist und ganz wenig Zucker. Es braucht nicht so einen riesen Zuckeraufsatz dafür. Ich rieche mal. Ja, es ist wirklich aromatisch und jetzt schneide ich mal eine Scheibe runter natürlich. So. Und schaut mal, wie schön bröselig der ist und zart und mürbe. Probiere jetzt mal ein Stück. Ja, ich habe im Leben schon einige Stollen gegessen, aber ich muss sagen, das hier ist der beste. Er ist nicht zu süß, er ist auch in gewissermaßen gesund, weil ich mein eigenes Vollkornmehl gemahlen habe. Sehr mürbe, sehr locker, sehr aromatisch. Einfach fantastisch. So viel zu meinem Christstollen, aber was viel wichtiger ist, ich möchte euch einen schönen vierten Advent wünschen und möglichst stressfreie, fröhliche, aber auch besinnliche Weihnachtstage. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen, die zuschauen und mich unterstützen, ganz herzlich zu bedanken. Ich mache ja vor und hinter der Kamera alles alleine, das ist aufwendig und manchmal auch nicht so einfach. Aber euer Zuspruch motiviert mich jedes Mal aufs Neue, weitere möglichst gute und interessante Videos für euch zu machen. Ich hoffe, ihr bleibt mir auch weiterhin treu, empfehlt mich weiter. Herzlichst, euer Mike.